habe eine sehr starke persönliche Beziehung zu Bäumen. Denn ich bin in der Wildnis mehr oder weniger aufgewachsen, in La Chau bei Chaguns, das damals noch ein rein ländliches Gebiet war. Heute ist alles zugebaut. Und habe von Kind auf eine Beziehung zu Wiesen, Bäumen, Steinen, Felsen erarbeitet. Und da war die große Frage, ja, welchen Baum soll ich da setzen? Mein erster Wunsch war eine Fichte. Und dann kam mir die paradoxe Antwort, dass die Fichte nicht geeignet ist dafür, weil der Baum zu empfindlich ist. Das finde ich unglaublich aufregend. Also dieser Baum, der so vollkommen ein Allerweltsbaum ist, aber den muss man mit Vorsicht behandeln. Und dann kam der zweite Wunsch, der war eine Kornwellkirsche. Die Kornwellkirsche ist weitgehend aus dem Gedächtnis der Menschen bei uns verschwunden. Sie hatte ihre Bedeutung als eine kirschenähnliche Frucht, die man im Herbst ernten kann. Ich zitiere mit diesem Baum Ovid. In Ovid, Sie kennen diese großartigen Texte aus den Metamorphosen, und da gibt es die Geschichte vom alten Ehepaar Philemon und Baucis, das die Götter bewirtet und dann zum Dank dafür sich einen Wunsch äußern darf. Und der Wunsch ist, dass sie gemeinsam sterben, und verwandeln sie sich nach ihrem Tod in eine Doppelzypresse oder eine Zypresse aus zwei Bäumen. Aber Ovid, der bekannt für seine, sagen wir, anzüglichen Anspielungen ist, setzt alles, was ihm einfällt zum Thema Erotik des Alters, in die Gerichte, die die beiden den Göttern servieren. Also das gipfelt dann in runzligen Datteln. Und nachdem wir hier keinen Dattelbaum pflanzen können, habe ich mich also dann entschieden, das nächste zu nehmen, nämlich die Kornwellkirsche. Kirsche als erotisches Symbol, aber erotisches Symbol des Herbsts. Und diesen Baum ist, habe ich gesagt, das erste Mal überhaupt, dass da neben dem Namen des Komponisten auch der Name seines oder seiner Geliebten dasteht. Was mich sehr freut.